bei der Bahnbrücke in Herzberg am Harz, das ist die Bahnbrücke bei der Schlossstraße, geht ein kleiner Pfad, Ochsenpfuhl, zum gleichnamigen Biotop ab. Und dort befindet sich, man kann es hinter mir schon sehen, das Geburtshaus von Ida Arendholt. Von der anderen Seite sieht man auch eine Gedenktafel. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Hier sehen wir die andere Seite des Geburtshauses von Ida Arendholt. Von hier sieht man auch eine sehr schöne Fachwerkfassade, die vom Ochsenpfuhl natürlich für die Gegend eine sehr schöne Zier ist. Ida Arendholt war die Tochter vom Amtmann Lüder, hat hier in einem zum Schloss gehörigen Haus gewohnt, also das ist genau dieses Gebäude, und sie ist später nach Hannover gezogen und hat dort den Friederikenstift gegründet, eine heute noch karitativ wirkende Organisation. Diese ganzen Informationen findet man auf dieser schönen Infotafel. Es lohnt sich also, um das Biotop Ochsenpfuhl zu spazieren und einfach mal zu schauen, was man in Herzberg an historischen Orten finden kann. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft, das Video bis zum Ende zu schauen. Vergessen Sie nicht, den Channel zu abonnieren, und über einen netten Kommentar freue ich mich auch immer. Hier sind noch zwei Vorschläge, die jetzt unbedingt angeklickt werden wollen. Und ab und zu mal im Channel vorbeischauen.